Hallo und willkommen hier zurück zu After Fall Insanity. Ja, wir sind stehen geblieben hier nach unserer tollen Zugfahrt oder Busfahrt, ne? Ein Bus ist das, glaube ich. Hier direkt vor dem Licht. Und wie wir wissen, dürfen wir ja nicht ins Licht. Und wir haben kein Spiegelbild. Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt hier durchgehen, werden mit Sicherheit diese Viecher kommen, ne? Das spiegelt sich auch über das. Kann man das kaputt schlagen vielleicht? Ah, okay. Hat gut funktioniert, habe ich mir. Habe ich mir jetzt so nicht, nicht so einfach vorgestellt, aber okay. Ich nehme es gerne mit, wenn es so geht. Ist das hier dunkel oder ist es hell? Sollen wir denn da hoch? Ja, ansonsten wüsste ich gerade nicht, wo wir sonst lang sollen, ne? Dann gehen wir doch mal da hoch. Was flackert denn da? Also, kann man den erschlagen? Oh, das sind zwei! Oh nein, der bringt es um! Oh, wir haben keine Muni mehr. Scheiße! Verdammte Hacke! Okay. Na gut, das wissen wir jetzt schon. Frage ist jetzt ohne Muni. Was soll ich denn da machen? Liegt da noch Muni? Nee. Hier liegt so einiges, aber keine Muni. Habe ich jetzt noch drei Schuss, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Frage ist, ob die da im Licht kalt gemacht werden. Lauf! Lauf, Junge! Nur hinterher? Ach, scheiße, also. Ich komme nicht durch. Können die zacken? Die glitschen fest. Nein, die glitschen nicht fest. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Wie soll ich das machen? Tja, wie sollen wir das machen? Aber ich meine, am Anfang wurden die auch von den Lichtmonstern da kalt gemacht.
ich da tun soll. Vor allem, weil ich einfach viel zu wenig Munition habe. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hängen wir hier wahrscheinlich eine ganze Folge. Noch gar nicht, ne, mit der Axt, ey. So geht's auch nicht. Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen frustriert hier. Vor allem, was soll ich denn noch machen? Ich habe ja keine Muni, gar nichts hier. Scheiße, Mann. Geh doch weg. Oh Mann, lass mich doch. Da sind tausend davon. Lauf, Junge. Immer wieder und diesmal hier mit gleich zu Beginn mit drei so eine Feature. Oh Mann, und hauen uns direkt weg. Oh mein Gott. Ja, mir ist das hier abgestürzt und anscheinend war hier aber ein Kontrollpunkt direkt bei den Viechern, weil wir waren ja eigentlich beim Spiegel unten und sind dann einfach nur hochgerannt und Scheiße, ey. Laufen jetzt einfach mal, uiuiui, ein bisschen weg. Gucken wir, ob wir hier noch irgendwas finden, vielleicht. Da sind nur noch Räume, ne? Da kann man mal reingucken, vielleicht ist da. Waren das alle? Ja, es tut mir leid, dass das jetzt irgendwie ein bisschen holprig alles wirkte. Wir nehmen die mal mit. Aber ja, wie gesagt, mir ist das abgestürzt hier.
Ich weiß gar nicht genau, ob das das Spiel jetzt war oder die X-Story oder was auch immer. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich bin ja einmal bis da hinten gerannt, also es fehlt ja nichts, ne, aber... Scheiße. Wir müssen einmal durchs Licht noch. Kommt da immer noch einer im Licht? Natürlich kann, aber wir laden das mal nach. So, wir hatten hier die Tür aufgemacht, das habe ich noch gesehen. Und dann wurde ich da niedergetrampelt, dann ist mein Männchen in die Luft geflogen, wieder runtergefallen, ich war tot und... Ja. Und dann ging es nicht weiter. Und jetzt mal gucken, wo wir hier langkommen. So. Auf jeden Fall scheinen wir das ja geschafft zu haben. Die Fettviecher sind kaputt. Hier können wir nichts. Hier können wir lang gehen, glaube ich. Oh, die nerven mich. Irgendwann stehen die doch mal auf, ne? So wie letztens. Letzte Folge. Der platzt ja. Wieso kam er denn jetzt da? Da war doch gar kein Licht. Oder wegen der Explosion ist das so hell gewesen. Okay. Da liegt Munition, die nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, immer die falsche, ne? Scheiße. Hier ging es aber nirgendwo lang. Okay, hier geht's auch. Ich dachte erst, da kommen wir nicht vorbei, weil da so Dinger hängen. Aber war dem dann doch nicht so. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich schneide das wahrscheinlich zusammen dann, die eine Folge und die jetzt. Und, weil die war ja erst über 6-7 Minuten, glaube ich. Oder irgendwas, ich weiß das nicht mehr genau. Da geht's nicht lang. Das Licht. Oh, die gehen da direkt drauf bei der Waffe hier. Das ist ja Wahnsinn. Von unten kam aber okay. Mir soll es egal sein, sollen die direkt drauf gehen, freut mich ja. Oh nee. Na, 556er ist das, ist glaube ich dieses Maschinengewehr. Was ich da hatte. So nicht, mein Freund. Wir haben immer noch 10 Schuss plus das, was drin ist. Ein bisschen Munition jetzt gar nicht verkehrt hier. Und natürlich ein Checkpoint. Ich will das nicht alles nochmal machen. Kennt mich ja, ich bin ja ängstlich. Da ist alles hell, da gehen wir nicht lang. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Da ist eine offene Tür. Okay. Aber da ist nichts. Aber Muni. Sag nicht, ich muss den ganzen Weg zurückrennen. Okay, Kontrollpunkt. My Devils oder was? Unter den Treppen liegen doch meistens Sachen, ne? Ne, hier nicht, okay. Noch einer auf.
da unten war. Ne, die Spiegel kann ja nicht sein. Okay, gehen wir da mal rein. Was? Ach, das kann kein Mensch lesen. Ich zumindest nicht. Ist das Russisch? Nee. Keine Ahnung, was das sein soll. Wo habe ich denn jetzt das Licht berührt, du Penner? Irgendwo. Oh, die kann man nicht kaputt machen, scheiße. Ich denke mal in den Bus rein, ne? Och Mann. Ich könnte jetzt auch gern wieder eine neue Waffe haben, weil mir langsam die Muni hier ausgeht. The gas station still intact. Got a serious attitude problem. You know that? Haven't you noticed already? Noticed what? Oh, you're so blind. Is it the light? I've seen enough. I'm gonna kill you! Blast you straight to hell! Oh, speaking of blast, farewell. Shit! Doch nicht mehr unversehrt, die Tankstelle, ne? Aber ich würde sagen, mit diesem großen Knall, da verabschieden wir uns aus dieser Folge und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!